Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach eine Silikonfuge ziehen kann. Man braucht dazu keinen unnötigen Schnickschnack, man muss nicht abkleben, man muss auch keine spezielle Technik verwenden und auch ihr als absolute Anfänger könnt nach diesem Video eine einfache Silikonfuge ziehen. Wir brauchen für eine gute Silikonfuge nur drei Dinge. Das Wichtigste ist eine gute professionelle Ausdrückpistole, dass sich das Silikon schön gleichmäßig verteilt. Als nächstes brauchen wir ein professionelles Glättmittel. Nehmt da kein selbstgemischtes Seifengemisch. Ich habe da schlechte Erfahrung gemacht beim Abziehen. So ein Glättmittel kostet nicht viel, aber es hilft euch unheimlich, wenn ihr eine schöne Fuge bekommen wollt. Das Wichtigste ist solche Abziehhilfen. Ich kann euch die mal zeigen. Das sind eigentlich solche Hartgummis. Und mit diesen Hartgummis könnt ihr die Fuge nachher abziehen. Ich bin absolut kein Fan von selbstgebastelten Abziehhilfen. Solche Dinger kosten nicht viel und es lohnt sich allemal, so etwas zu kaufen, wenn ihr professionelle Fugen ziehen wollt. Starten wir also direkt mit der Anleitung. Als erstes wird die Kanüle in einem 45 Grad Winkel angeschnitten. Die Größe wird durch die Fugenbreite bestimmt. Mit dem Messer schneidet ihr die Öffnung der Kartusche ab. Achtet darauf, dass ihr das Gewinde nicht abschneidet, sonst könnt ihr die Kanüle nicht mehr an der Kartusche befestigen. Jetzt wird das Ganze in die Pistole gesteckt und wir sind bereit, unsere Fuge zu ziehen. Ich habe hier einen Spülkasten repariert und die Abdeckung davon muss ich jetzt wieder verfugen. Zuerst müsst ihr den Bereich reinigen und trocknen. Jetzt könnt ihr die Fuge gleichmäßig ziehen. Arbeitet immer zu euch und nicht gegen euch weg. So könnt ihr den Silikon gleichmäßig verteilen. Achtet auch darauf, dass ihr immer gleichmäßig Druck ausübt und die Pistole im gleichen Tempo bewegt. Tragt lieber ein bisschen mehr Silikon auf, den könnt ihr nachher wieder abziehen, aber auch nicht tonnenweise zu viel. Hier zeige ich euch noch, wie das aussieht, wenn ich von mir wegarbeite und nicht zu mir hin. Auf der rechten Seite ist das Silikon schön gleichmäßig verteilt. Und hier seht ihr, dass es ein komplettes Gewurstel ist. Das können wir mit dem Abzieher entfernen, aber man verschwendet so viel mehr Material. Besprüht beim Abziehen die Fuge nie direkt mit dem Glättmittel, sondern immer nur eure Abziehhilfe. So kann man, wenn man Fehler macht, später noch einmal Silikon auftragen. Jetzt beginnt ihr mit dem Abziehen. Denkt daran, die Abziehhilfe immer wieder zu reinigen, sonst verstreicht ihr das ganze Material auf den Seiten. Dazu nehmt ihr einfach ein Küchenpapier und entfernt das Silikon von der Abziehhilfe. Jetzt besprüht ihr das Ganze wieder mit dem Glättmittel und zieht die Fuge weiter. An dieser Stelle ist die Fuge nicht ganz ausgefüllt. Da wir das Ganze jedoch nicht mit Glättmittel besprüht haben, können wir einfach noch einmal Silikon auftragen. Die Abziehhilfe wieder mit 1-2 Sprüher vorbereiten und das Ganze noch einmal schön abziehen. Erst jetzt, wenn ihr zufrieden seid, wird die Fuge mit dem Glättmittel besprüht. Dann mit minimalem Druck mit dem Finger über die Fuge gleiten, um das Ganze noch schön zu glätten. Hier seht ihr, die Fuge ist schön gleichmäßig rausgekommen und das Ganze ohne Abkleben oder irgendwelche selbstgebastelten Abziehhilfen.